Viele von uns haben jetzt Zeit und die Zeit kann man gut zum Lesen benutzen. Und warum nicht mal ein Märchen, Hänsel und Gretel zum Beispiel, demnächst wieder, hoffentlich ganz bald, hier bei uns auf dem Spielplan. Ein Märchen ist zeitlos und trotzdem als Dramaturg kann man sich so seine Gedanken machen, was wäre diese Geschichte heute? Die Geschichte einer Familie, zwei Kinder, die Bewegung brauchen, überforderte Eltern in einer engen Wohnung, Lagerkoller. Da müssen die beiden mal in die frische Luft. Hänsel und Gretel werden Erdbeeren holen geschickt. Ja, aber sie verlaufen sich, weil sie sich auch verbummelt haben. Das ist natürlich nicht so gewünscht. Und sie verlaufen sich so, dass sie am Abend nicht nach Hause finden. Aber es gibt ja Menschen, die ihnen helfen. Das Sandmännchen, ein systemrelevanter Beruf, der ist nachts unterwegs und steht ihnen bei. Ebenso wie die 14 Engel, auch die in der entsprechenden Berufskleidung, die sich still und selbstverständlich um die beiden Kinder kümmern. Schwierig wird es dann am nächsten Morgen. Die Kinder stehen vor einem Lebkuchenhaus und denken, das ist ein Lebensmittelladen, da gibt es was kostenlos. Aber es ist was ganz anderes. Sie merken auf einmal, hups, das könnte ja ein Altersheim sein. Die alte Frau, die da rausguckt, da dürfen wir doch gar nicht rein. Aber die alte Frau, im Gegenteil, ist eine böse Hexe und sie wiederum wartet auf die Kinder. Sie lebt in Isolation und ist natürlich eine Hochrisikogruppe. So fängt sie die beiden Kinder ein mit Zauberei und denkt daran, Gretel zur Pflegekraft zu machen und Hänsel, nun ja, sprechen wir es aus, zur Bereicherung ihres Speiseplans etwas aufzupäppeln. Ja, das Ganze ist aber ein Märchen und ein Märchen muss gut ausgehen und deswegen schnallen die Kinder das sehr schnell, drehen den Spieß um, stecken die Hexe in den Backofen, auch eine Form von Quarantäne, und befreien, peng, bumm, auch gleich noch eine ganze Reihe anderer Kinder, die dort eingesperrt waren. Die gehörige Portion Gottvertrauen hat es möglich gemacht. So geht's im Märchen. Und von all dem werden Sie auf unserer Bühne nicht viel sehen, aber eine poetisch märchenhafte, wunderschöne Aufführung mit trotzdem viel Inhalt.